wieder alle zusammen. Ja, heute gibt es wieder Tipps und Tricks rund um den Omnia. Und zwar habe ich zum ersten gehört, also ich habe es Leuten hören und da ist wohl auch was dran. In verschiedenen Gruppen wird es schon kommuniziert, dass es ab Herbst eventuell einen größeren Omnia gibt. Also das ist jetzt mal so ein Gerücht, setze ich jetzt einfach mal in die Welt. Ich habe da was Leuten hören. Und ja, solange bis es den größeren gibt oder eben auch um mal etwas abwandeln zu können, denn dass ihr nicht nur One-Pot-Gerichte machen müsst, habe ich mir jetzt diese beiden getrennten Formen zugelegt. Und zwar ist es dann so, dass ihr in einer Hälfte meinetwegen eine Pizza Calzone, in der anderen eine ganz normale Pizza machen könnt und das eben zusammen hier im Omnia dann garen könnt, ohne dass es dann eine gemeinsame Mischmasch oder so Sache wird. Ja, somit habt ihr eben die Möglichkeit, dass nicht alles in einer Form ist, denn die Silikonform, die habe ich ja auch, ja, da kann man One-Pot-Gerichte sehr gut drin machen und hier könnt ihr eben auch zum Beispiel hier Kartoffelgratin und hier das Schweineländchen oder die Hackbällchen oder, da ist ja der Fantasie überhaupt keine Grenze gesetzt oder eben auch was Süßes. Vielleicht nehmt ihr die Grüne nur für herzhaft und das Rote eben nur für Süßes oder so. Ist ja auch möglich. Also wie gesagt, da könnt ihr variieren, wie ihr Lust und Laune habt. Und ich bin jetzt zunächst einmal froh, dass ich diese beiden Formen hier mir bestellt habe. Und wir werden dann noch ein Video machen, wo wir da auch dann was drin kochen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachexperimentieren, wenn dann auch das Kochvideo da ist. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss und weg!